Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enderal. Wir sind hier im Adelsviertel und ja, wundert euch nicht, dass ich hier weitergegangen bin schon. Das Spiel ist ja beim letzten Mal halt wieder abgestürzt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Muss aber nicht daran liegen, an der Chimilan, da gehe ich mal rein. Dass es Enderal ist, dass es nur eine Mod ist. Ich verstehe, es kann einfach sein, dass ich irgendwie was dennoch, falsch installiert habe. Keinen einzigen Hüter für die Suche nach einem wegelosen Ketzer entbehren, richtig? Das habe ich so nicht gesagt. Aber gemeint. Wisst ihr was? Ihr solltet euch schämen, allesamt. Als ich jung war, hat es noch etwas bedeutet, Hüter oder Hüterin zu sein. Aber ich schätze, diese Zeiten sind vorbei. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Ich wollte hier eigentlich nur einen Alchemietisch benutzen. Ich wollte nicht gleich in euren persönlichen Disput einmarschieren. Hallöchen, Moment mal, ihr... Ja, einerlei. Ich? Was los? Ach, ihr seid doch aus Arasial, nicht wahr? Eure Augen, sie sind, naja, anders. That's racist, bitch. That's racist. Warum fragt ihr? Nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich bin einfach nur neugierig. Interessant. Meine Mutter, ja. Aufgewachsen bin ich in Nerim. Nerim? Verstehe. Aber trotzdem, eure Mutter muss euch eine ganze Menge über ihr Heimatland erzählt haben. Stimmt es denn, dass Arasial gespalten ist? In das zivilisierte Volk an der Küste? Ich glaube, mit der haben wir schon mal gequatscht. Die Wilden in den Steppen, die immer noch ihre Naturgötter anbeten? Und wenn ja, zu wem hat eure Mutter gehört? Letztes Mal haben wir diese sehr neutrale Antwort gewählt, aber diesmal nehmen wir hier, sie ist natürlich bei den Zivilisierten aufgewachsen. Nee. Doch, hier, das. Wir haben das gewählt, aber jetzt will ich das. Sie muss eine Menge zu erzählen gehabt haben. Naja, habt Dank für eure Zeit, ich muss nun weiter. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Ja, ich schreite doch wohl. Kann ich hier mal ran? An das Alchemielabor. Geh mal da weg jetzt hier. Ich will jetzt mal gucken, wie ich einen Gesundheitstrank braue. Anfälligkeit für Magieregeneration. Hallo, ich will einen Gesundheitstrank brauen. Gibt's Rezepte? Warte mal, ich muss erstmal das Zeug essen. Vielleicht finde ich ja so heraus, was ich zusammenklatschen kann. Guck mal, Biene habe ich schon mal gegessen. Schmetterlingsflügel. Ausdauer wiederherstellen. Pilz habe ich schon mal gegessen, den aber noch nicht. Das auch noch nicht, das auch noch nicht, das auch noch nicht. Das muss ich noch essen. Das habe ich schon gegessen, das muss ich noch essen. Weizen! Weizen stellt Lebensenergie wieder her. Kann ich mit dir reden? Hallo, hast du was zu sagen? Moinsen! Ich habe eure Auseinandersetzung mit dieser Hüterin mitbekommen. Beschäftigt euch etwas? Ob mich etwas beschäftigt? Habe ich gefragt. Lass mich mal nachdenken. Ja, nämlich, dass sich der Heilige Orden, seit dieser Arantheal wieder die Zügel in der Hand hält, mehr für irgendwelche pyräischen Ruinen interessiert als die Bürger dieser Stadt. Verzeiht, das hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ach, egal, ich muss weiter. Wartet, vielleicht kann ich euch ja helfen. Ich komme viel herum. Ach was. Nein. Ach was. Ich weiß euer Angebot zu schätzen, aber das wäre zu gefährlich. Das wäre eine Mission für einen Hüter gewesen, aber die sind ja zu beschäftigt damit, ihre Rüstungen zu polieren. Das ist auch sehr wichtig. Man muss gut aussehen heutzutage. Glaubt mir, ich weiß mich zu verteidigen. Ich krieg nur regelmäßig aufs Maul. Also, eigentlich gar nicht mal so oft. Aber... In letzter Zeit öfters. Hm. Ach je. Na schön, wer bin ich, eine helfende Hand zu sabotieren? Ich vermisse jemanden. Und das nicht im übertragenen Sinne. Meinen Sohn. Meinen einzigen. Nein. Mein Beileid. Was ist mit ihm geschehen? Es ist kompliziert. Ist euch die Bruderschaft der Chor ein Begriff?
Die dunkle Bruderschaft wäre mir ein Begriff, aber diese nicht. Nicht direkt. Nein. Verstehe. Dann seid ihr wohl noch nicht so lange in dieser Stadt. Die Bruderschaft der Chor waren Wegelose. Ketzer würde der Orden sie nennen. Sie dementierten die Göttlichkeit der Lichtgeborenen und beteten stattdessen zu irgendeiner barbarischen Gottheit namens Chor. Am Anfang hat man sie verspottet. Aber dank ihres Anführers und dessen Talent, verirrte Seelen mit seiner Ideologie zu verpesten, konventierten immer mehr und mehr Arker, gerade Oberstädter, zu dem Kult. Unter anderem mein Sohn, Rukas. Ich weiß nicht, wo ich als Mutter versagt habe. 4-mal die Woche bin ich mit ihm als jungen Burschen zur Messe gegangen und habe ihn stets von schädlichen Einflüssen ferngehalten. Mädchen, Jungen, ihr versteht schon. Aber scheinbar war das nicht genug. Er war einer der Ersten, die konvertiert sind und dieses alberne Gelübde abgelegt hat. Und dabei ist er noch keine 20 Winter alt. In manchen Belangen ist man als Älter wohl einfach machtlos. Als Älter? Alles klar. Ich verstehe. Und wo sind die Chor jetzt? Das ist das erste Mal, dass ich von diesem Kult höre. Ja, weil der Orden sie, Malphas sei Dank, vor einer Weile aus Ark verbannte. Traf sich aber scheinbar ohnehin ganz gut, weil irgendeine ihrer Seherinnen wohl kurz davor eine Vision hatte von irgendeiner Insel im Roten Meer bei Dünenheim. Tja, und da sind sie hingegangen und haben eine kleine Siedlung dort gebaut, vor jetzt gut 5 Wintern. Rukas mit ihnen. Und seither habt ihr nichts mehr von ihm gehört? Nein, nichts. Aber natürlich wollte ich wissen, wie es um ihn bestellt ist, und deshalb habe ich jeden Mond einmal einen Myradenwärter bezahlt, die Insel zu überfliegen und sozusagen nach dem Rechten zu sehen. Und jetzt kommen wir auch dem Ursprung meiner Sorge näher. Seit 3 Wochen ist die Insel wie ausgestorben. Kein Lebenszeichen mehr. Und deshalb wolltet ihr, dass der Orden dort nach dem Rechten sieht? Gut, ich werde mir diese Insel einmal ansehen. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Und wenn ihr Rukas findet, soll das nicht zu eurem Nachteil sein. Darauf habt ihr mein Wort. Ich meine, ich will doch einfach nur wissen, ob es ihm gut geht. Wegelosigkeit hin oder her. Er ist mein Sohn. Naja. Sprecht am besten mit dem Myradenwärter im Südviertel. Er kann euch sicherlich in der Nähe des Dorfes absetzen. Ich werde in meinem Laden sein. Ich würde ja gerne... Wart ihr schon auf der Insel? Es war immer mit der Ruhe. Ich würde erstmal den Waren gerne sehen. Oh. Ja, natürlich. Das wäre mir doch ganz lieb, ne? Hast du... Ja. Aber ich würde gerne Leben regenerieren. Regeneriert 15 Lebenspunkte für 4 Sekunden. Wie stelle ich denn den her? Hast du Rezepte? Teleport ist jetzt nett, aber nicht das, was ich suche. Expertenbuch, Gesellenbuch, Lehrlingsbuch, Alchemie. Kostet jetzt nicht so viel, ne? Kann ich alle 15 kaufen? Jupp. Kann ich. Wein ist jetzt nicht so meins. Das könnte ich auch, aber das will ich nicht. Nein. Okay, ich kauf mal... Obwohl, kauf ich... Wenn ich... Nee, noch nicht. Ich will erstmal... Guck mal, ich will erstmal hier diese Bücher einsetzen. Ihr seid in dieser Fähigkeit bereits zu gut geschult, um Nutzen aus diesem Lehrbuch zu ziehen. Aha, also geht's nur 10-mal. Nee, ich bin anscheinend schon alchemiemäßig ein bisschen am Start gewesen. Okay. Ja, gut. Dann bin ich in Alchemie wohl schon relativ gut. Könnte man sagen. So, dann würde ich sagen... Schreite doch selber wohl. Dann würde ich sagen, teleportieren wir uns erstmal zurück. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt... Kann ich euch ganz unverbindlich zu einem Galeriebesuch einladen? Lange werdet ihr dafür nämlich nicht mehr die Zeit haben. Warum nicht? Nein? Gut. Dann einen wunderschönen Tag auch. Sonderlich mund... Was? Jetzt mal ganz easy.
Lange werdet ihr dafür nicht mehr Zeit haben? Was meint ihr damit? Schließt ihr? Wenn uns die goldene Sichel die nächsten Tage nicht zufällig ein Fass Groschen vor die Tür stellt, dann ja, höchstwahrscheinlich. Wisst ihr es? Ach, seien wir doch mal ehrlich. Enderal ist ein Loch, wenn es um Kunst und Kultur geht. Auf Kilee reißen sich die Reichen gegenseitig die Gemälde aus der Hand. Hier hat man Glück, wenn man davon sein täglich Brot verdienen kann. Tja, und seit meine Mutter sich entschlossen hat, ihren Briefboten durch eine Prise Luft zu ersetzen, ist unsere einzige halbwegs stetige Einnahmequelle auch versiegt. Ihr meint, ihr habt Kontakt zu eurer Mutter verloren? Wie meint ihr das? Naja, so wie ich es eben sagte. Seit einem Monat hört man nichts mehr von ihr. Und Gemälde schickt sie uns auch nicht mehr. Und falls ihr euch fragt, warum wir sie nicht einfach besuchen, meine Mutter war schon immer etwas seltsam, was sich auch in ihrem Wohnort widerspiegelt. Sie lebt im Düstertal. Wisst ihr, ich komme viel herum. Vielleicht könnte ich bei eurer Mutter mal nach dem Rechten sehen. Das würdet ihr tun? Ja, das wäre natürlich großartig. Aber ich warne euch gleich vor. Ich kann euch keinen Sold oder etwas bezahlen. Erfahrungspunkte reichen mir völlig aus. Ist schon in Ordnung. Wie gesagt, ich komme viel herum. Natürlich. Wer spaziert nicht mal von Zeit zu Zeit gern durch einen verfluchten Wald? Aber schön. Ehrlich gesagt wäre ich euch wirklich dankbar. Meine Mutter und ich haben nicht das beste Verhältnis, aber trotzdem. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ihr habt eine Karte bei euch, ja? Zeigt mal her. So, da in etwa dürfte die Hütte sein. Glaube ich zumindest. Ich bin keine Kartografin. Also dann, viel Erfolg und bleibt am Leben. Und danke. Joa, ne? Gucken wir mal, ob das was wird. Erstmal mach ich das hier. It's a kind of magic teleportation. Bam! Es ist Zeit, nach Flussheim zurückzukehren. Und gleich landen wir wieder einmal in unserem Ausgangsort. Und zwar in... Ladezeit, verdammt nochmal, beeil dich! Flussheim! Hallo und herzlich willkommen in Flussheim. Ach, hier ist schön. Hier immer was los. Moin! Ja, Kopfgeldauftrag suchen. Es wird zur voll schimmernder Mine. Genau, den hatten wir schon. Der Troll, der ist mein Freund. Der Anführer der Trollhorde beseitigen. Genau. Den Gedicht beschriebenen Ort finden. Genau, das hatten wir auch noch. Das hatten wir auch. Die Sachen müssen wir auch noch einsammeln. Kann ich das markieren? Nee. Okay. Diese Sterne zeigen mir an, wie schwer diese Quest ist, glaube ich, mal erklärt bekommen zu haben. Egal. Wir gehen einfach mal los. Beim letzten Mal, als ich diese Quest machen wollte, war ja der gute Kurga dabei. Und das hat nicht so ganz funktioniert. Da ist mir das Spiel abgestürzt, was ja sehr selten passiert. Aber diesmal versuche ich es einfach nochmal, weil ich will mir erstmal ein bisschen Gold schnappen und schön Erfahrungspünktchen sammeln, bevor ich mich weiter in die Hauptquest stürze. Oh, das war ein Hase. Heilwurz. Ach, das heilt mich. Das ist nett. Dann nett. Kann ich keine Pilze einsammeln. Wie so ein Pilzfresser hier. Der gute Charakter, den ich hier spiele. Okay. Ich reiß hier einfach mal durch die Pampa in der Hoffnung, diese Trollhöhle wieder zu finden. Mir wurde übrigens auch empfohlen,
Ich habe ja in den letzten Folgen mich immer wieder darüber beschwert, dass ich nicht weiß, wie ich kämpfen sollte. Also, dass ich mir auf jeden Fall nicht sicher war, wie ich... Oh, Nienwurz! Auch wenn das wahrscheinlich nicht Nienwurz heißt, sondern... Winwurz! Ach, das war doch hier das, was die Madenkranken, brauchen, um gesund zu werden. Springt auch da hoch. Ah, einfach auf der Straße gefunden, ne? Ist doch super. Und mir wurde empfohlen, dass ich doch mit Stab und Schwert kämpfen könnte. Was prinzipiell eine gute Idee ist, klar. Habe ich ja auch gemacht, mache ich ja auch. Teilweise. Das Ding ist halt, der Stab verbraucht sich ja. Ist ja wie in Skyrim, ne? Und ich weiß halt nicht, oh, was ist das denn? Was ist denn hier los? Ein Grab? Kalte Nacht. Ist das ein Schwert? Warte, warte, das war Lehrlingsbuch Handwerkskunst. Warte mal, das muss ich mal kurz hier, Lehrlingsbuch Handwerkskunst, das nehme ich gleich mal. Kalte Nacht. Kalte Nacht, kalte Nacht, kalte Nacht. Ist ein Schwert, was 14 Punkte Schaden macht. Meins macht. Okay. Damit haben wir schon mal einen Gewinner. 4 Punkte Frostschaden auf Lebensenergie und Ausdauer. Das ist natürlich sehr schön. Das gefällt mir. Ist schön, dass hier einfach so ein Schwert rumliegt. Das hätte mir mal früher jemand sagen können. Dann hätte ich das auch gewusst und hätte mir das geholt. Aber gut, dann weiß ich das jetzt wenigstens. Gleich mal speichern. Bevor es wieder abstürzt und mir mein Schwert nimmt und ich diesen Ort natürlich nie wieder erfunde, weil mein Orientierungssinn sehr gut ist. Ja, worauf wollte ich hinaus? Und zwar, der Stab verbraucht sich und ich weiß halt nicht, ob sich der genauso wieder auffüllen lässt wie in Skyrim. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich größtenteils erstmal mit dem... Habe ich eine Schaufel? Ja, ich habe eine Schaufel dabei. Cool. Mit dem Bogen rumlaufen. Aber ich werde natürlich den Stab auch benutzen. Mana-Pilz. Mehr geht nicht. Oh, ein Schädel. Längsbuch Rhetorik. Ach so. Den könnte ich mitnehmen. Ein Kelch. Oh, schön. Brauche ich das? Ist das irgendwie... Ich glaube, das ist nicht relevant. So, dann verleihen wir uns gleich mal das Lehrlingsbuch Leichte Rüstung und... Ja, danke. Und Rhetorik ein. Und was hatte ich noch bekommen? Eine Kette, ne? So eine... Traglimit um 30 Punkte. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was hatte ich denn sonst? Lebensenergie hatte ich wahrscheinlich. Amulette Leichtfüßigkeit gefällt mir da doch ein bisschen besser. Nämlich war das hier statt dem anderen. Schade, dass ich diese Schrift nicht lesen kann. Sonst könnte ich auch lesen, wer hier begraben liegt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, eine Schaufel auch immer dabei zu haben. Das ist natürlich gut. So, ja, ich werde mir... Sobald ich ein Schild finde, werde ich, denke ich mal, mit Schwert und Schild kämpfen. Weil, wie gesagt, ich finde Zweihand-Waffenkampf relativ nervig. Weil man da auf beide Buttons hämmern muss, wie so ein Bekloppter. Und das möchte ich nicht. Ach, verdammt nochmal, warum komme ich denn hier nicht lang? Ich will doch einfach nur querfeld eingehen. Ich bin doch hier ein alter Skyrim-Experte, der das immer macht. Das war eine gute Taktik, das ist eine gute Taktik, das bleibt eine gute Taktik. Aber hier wahrscheinlich nicht mehr. Da hinten ist eine Ruine, aber in der war ich schon drinne. Das weiß ich. Dann weiß ich, da war so ein komischer Magier-Typ drinne. Der hat mich schon ein bisschen ärger gemacht, aber das ist kein Problem gewesen. Habe ich trotzdem fertig gemacht. Und wenn ich ein Schild habe, dann... Es ist halt auch schwierig, richtig zu skillen, weil ich habe... mir Interviews von den Entwicklern angehört. Was? Von wo? Von wo und was? Das war eine Ratte, oder? Keine Ratte, sondern ein... Doch, eine Grubenratte. Wie sie hier genannt wird. Ne, er Murskrabber ist das gewesen. Ich dachte, das wäre... eine Ratte. Aber es war keine Ratte. Es war ein Mooskrabbler. Ein sogenannter. Kann ich hier hoch? Hey, noch ein Mooskrabbler. Wo ist er? Ah, hier. Was soll das? Natürlich bin ich vergiftet. Warum auch nicht? Hast du denn irgendwas?
Ja, gut, ne? Oh, da ist wieder so eine Eispranke. Das ist super. Das ist ein Pilz, der mir gefällt, weil der hat mein Tragelimit. Und das ist immer gut. Mehr Sachen mitzutragen ist immer frisch. Ach, da lang muss ich. Okay. Ich habe gerade die Markierung, den Pfeil nicht gesehen. Es ist natürlich auch immer ein bisschen ungünstig, hier zweihandmäßig rumzulaufen. Oh, guck mal, da ist so eine Mooskrabbe. Ne, so eine Flusskrabbe, meine ich. Weil es in Höhlen relativ dunkel ist. Und da wäre es ja schon gut, wenn ihr und ich, was seht. Würde sagen, das wäre von Vorteil. Deswegen laufe ich natürlich auch gerne mit einer Fackel rum. Ja, das war's mit dir. Nehmen wir Fell. Ja, Fuchspelz. Okay, sehr gut. Da kann ich bestimmt Leder noch was machen. Und deswegen, wie gesagt, auch gern mit Fackel unterwegs. Deswegen ist es halt immer schwierig zu gucken, okay, was nehme ich jetzt in meine zweite Hand. So, und bevor ich da reinlaufe dieses Mal, ja, mache ich hier erstmal einen auf Sammelmeister. Und nehme mir mit, was mitzunehmen ist. Kann ich alles später fressen. Und dann mache ich mir hier einen auf Speichermeister. Und dann mal gucken, ob das Spiel abstürzt. Oh.